Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wie, ey, hallo. Toad, hier war noch ein Vieh, da, und er hat sich versteckt. Das hab ich doch gesehen hier. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Umtöpfers gebeten. ...40.000 können wir machen. Achso, wir haben ja das hier geschafft jetzt. Ach, geil. Genau das wollte ich. Ich habe daran gar nicht mehr gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie unseren Krankenhauswert... unser Krankenhauswert müssen wir irgendwie versuchen jetzt hochzupumpen. Gibt es Apotheke 2? Nee, ne? Patientenbetreuung weiß ich halt nicht. Erhöht halt die Zufriedenheit, ja. Aber mach mal lieber Behandlung. Ausbilder. Nee, ich will keinen Ausbilder ausbilden. Ich will hier... Moment. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es so. Wer kann denn alles Behandlung 3 machen? Dann bist du unser Wow. So viele gleich. Ist euer Ernst. Wer kann Behandlung 2 machen? Diagnose ist scheiße. Hier und Entleuchtungsklinik hier. So. Okay. Irgendwie meine Hausmeister arbeiten nicht so, wie sie arbeiten sollen, ne? Habe ich das Gefühl. Das ist nur eine Vermutung, ne? Das ist wirklich nur eine Vermutung. Nein, Pech gehabt jetzt. Okay, wir werden natürlich jetzt ein paar Verluste machen. Stimmt, zu lange gewartet, oder? Der Typ hier. Gesundheit am Ende, ja. Zu lange gewartet. Okay, ja, hier sieht's auch nicht besser aus, ne? Okay, wir brauchen noch einen Assi. Wir brauchen noch einen Assi. Du darfst alles machen. Geh mal an die Annahme, bitte. Okay. Machen wir gleich mal so, dann können mehr Patienten angenommen werden. Ja, Problem ist halt einfach nur... Mehr Patienten bedeutet auch wieder mehr Stau. Aber wie schon gesagt, wir müssen jetzt nur noch uns um Dings kümmern. Um den Wert. Aber DuPont County verfügt über ein wahres Wunderwerk moderner Technik. Die Spitzbergen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir noch einen Dings, einen Forscher einstellen. Müssen Sie diese Erfahrung unbedingt einmal gemacht haben. Ist halt wieder Geld, ne? Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Es ist halt wieder Geld. Das ist das Problem. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Komm mal her. Ja, weil da eine Warteschlange ist, okay. Ich sag ja, die Leute sterben bei mir eigentlich nur in der Warteschlange. Okay, meine Allgemeinmediziner sind schon wieder komplett am Arsch. Aber meine Allgemeinmediziner sind sehr gutes Fachpersonal. Sehr, sehr gutes Fachpersonal. Jetzt arbeitet hier gar keine mehr, oder was? Ein Patient wechselt zu einem Konkurrenzkrankenhaus. Hat die gerade Corona-Krankenhaus gesagt? Aha. Gehen wir gleich hier Station 2. Null habe ich geheilt, oh. Das ist ja, ne? Auf der Frakturstation wird ein Krankenpfleger benötigt. Als ob meine ganzen... Ich kann doch nicht 5 Milliarden Krankenpfleger hier einstellen.
Hat er gerade dahin gepisst? Nee, ne? Das sah nur so aus. Okay, der ist auch ein sehr guter Arzt. Oder besser gesagt Pfleger. Das ist sehr gut. Sieht hier aus. Auch okay. Der kann eh noch nicht besser werden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Den können wir auch noch nicht verbessern. Ich bin gerade am überlegen, ob man der vielleicht... Ja, geben wir der Behandlung? Zufriedenheit, ja. Komm, wir geben der Behandlung 3. Ja, komm, machen wir so. Es ist jetzt halt nur noch, ich bin jetzt nur noch am Warten, dass wir irgendwie den Wert verbessern, aber der wird nie wirklich besser. Obwohl wir eigentlich gerade tatkräftig dran schrauben. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, noch einen Allgemeinmediziner einzustellen. Willkommen zurück zur Show von Ricky Hawthorne, der besten Sendung auf Radio 2Point. Wundervolle Songs warten auf euch, also lasst uns keine Zeit verlieren. Alter, 11 Leute in der Frakturenstation? Wir sind 6. Kann man irgendwie anpassen, dass das Fraktionsstation alles, dass es hier alles schneller geht? Nee, ne? Leider nicht. Okay, die sterben alle an der Apotheke, ne? Ich glaube, wir brauchen noch eine Apotheke. Instandhaltung der Psychiatrie erforderlich. Ich glaube, wir brauchen noch eine Apotheke. Notfallfraktion? Nee. Das können wir uns gerade nicht leisten. Problem ist, wo stellen wir die nächste? Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Okay, wir bauen jetzt noch eine Apotheke. Wir brauchen unbedingt eine neue Apotheke. Und die machen wir dann jetzt einfach hier hin. Medikamentenmixer? Für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Nee, dafür entschuldige ich mich nicht. Mach den Müll weg. Verdammt Axt. Rast dich aus hier. So. Hey, Kaffeemaschine darf nicht fehlen. Pflänzchen darf nicht fehlen. Nein, das tun wir nicht. Hör auf, dich zu entschuldigen. Ja. Eine Uhr darf nicht fehlen. Sitzplatz darf nicht fehlen. Ja, der Kranz. Ja, den können wir auch mit dir machen. Ist okay. Könnte man hier Aktenschränke hinmachen und so. So, machen wir so, lass mal so. Aber warte mal. Eine Sache kotzt mich so ein ganz kleines bisschen an. Ich hätte schon gerne wenigstens einen Viererraum.
So. Bevor jetzt die 5 Milliarden Leute hier hingehen, gucken wir mal. Ah ne, das ist mir hier zu viel. Der fasst alles. Das ist scheiße. Er hat Spaß an bösen Taten. Was bedeutet das denn eigentlich? Macht die dann hier Scheiße? Gibt die dann die falschen Medikamente oder was? Aber warte mal, die gutste würde ich gerne nochmal hier. Wo ist denn die jetzt hin? Warte mal. Wo war denn das Zimmer? Hier war das Zimmer. Wo ist denn die gutste jetzt schon wieder? Ach, dann mach ich das anders. Die darf nur in der Apotheke arbeiten. Würde ich erstmal sagen, erstmal nur Apotheke. Ich glaube, da machen wir nichts falsch. Die jährliche Prüfung steht bevor. Wollen wir die uns angucken? Komm, das gucken wir uns aber in Schnelldurchlauf. Boah, krass. Ey, wir haben fast alles bekommen, außer Todesfälle, ne? Ja, nicht schlecht, ne? Wären mal die Todesfälle nicht. Da wären wir ein gutes Krankenhaus. Aber wir sind kein gutes Krankenhaus. Bei uns sterben die Leute. Aber verstehe ich bei unseren Rechnungen. Da würde ich auch das Zeitliche segnen. Nee, ich würde eher hier Bänke hinmachen, ne? Sonst kommen meine Dings gar nicht mehr klar hier. Oh, hier kann man mit einmal hinmachen. Hier machen wir eine Heizung hin. Obwohl, hier könnte man eigentlich... Naja, wird zu warm hier, ne? Oh, doof. Außerdem habe ich die eh falsch rum... Nee, das wird dann... Ey, Mann, wie doof. Danke. Nee, dann wird's zu warm, das ist doof. Das will ich nicht. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation ein. So. Okay, wenn die Dame dann hier die Ausbildung fertig hat, können die sich dann auf die zwei Zimmer verteilen. Das ist jetzt gerade... Guckt euch mal wieder die Allgemeinmediziner an. Das ist der Hammer, oder? Der hat auch alles. Die macht gerade Pause. Die kann ich noch nicht weiterbilden. Ist auch fertig. Und die machen ja, glaube ich, gerade alle Pause, ne? Benötigt Arzt. Kann das sein? Warte mal. Wenn ich jetzt hier hingehe, benötigt Arzt. Okay, das steht einfach da. Boah, eigentlich bräuchte ich, ich glaube, noch einen Arzt, ne? Oder zwei Ärzte oder so. Pass mal auf. Ah, das sind beschissene Ärzte. Obwohl, für die Forschung. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Und die kriegt auch keine Weiterbildung, würde ich sagen. Die bleibt einfach in der Forschung, dass die Forschung immer läuft. Aber es läuft langsam, ne? Der Wert steigt langsam. Ich glaube, wir brauchen immer noch Ärzte, die nebenbei mal in die Zimmer kommen. Als ich neulich in den spitzen Bergen unterwegs war, kam mir ein Gedicht in den Kopf. Ich hatte weder Stift noch Papier dabei. Die Ärzte, die ich gerade zur Auswahl habe, sind scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die Ärzte gerade nicht, die wir hier zur Auswahl haben. Die gefallen mir nicht. Sind doof.
Nee, das, da müssen wir jetzt warten. Wird Wert gekündigt? Leger Bob? Oh. Der hat 9 Patienten getötet. Warte mal. Ich würde gerne mal wissen, für was der Pfleger Bob... Ist er noch bei Personal jetzt dabei? Scheiße, das Problem ist, ich weiß nie, wo der überall mit dabei war. Das ist doof. Können wir eigentlich mal Weiterbildung, ne? Ich weiß nicht, für was der zuständig war. Das ist schon ein bisschen doof, ne? Wenn ich das jetzt nicht weiß, das ist sehr doof. Ah, naja. Okay, das haben wir beides. Wunderbar. Umtöpfer ist auch wieder repariert. Können wir eigentlich auch mal verbessern. Dafür haben wir noch keine Verbesserung, ne? Schade. Können wir auch mal verbessern. Wir haben ja gerade gut Geld, ne? Ist ja gerade nicht, wie es bei uns hier läuft, ist doch... Das verstehe ich noch nicht, wieso die den Raum hier nicht benutzen. Würde ich gerne mal wissen. Oh, das ist halt scheiße, ey. Anna. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Anna, da ist die Anna. Die arbeitet in der Radiologie. Und Radiologie brauchen die Leute Magie. Nee, war ja Diagnostik, ne? Och Mann, ist immer sehr schön, wenn man... Da. Genau, Diagnosezimmer. Das heißt, wir geben ihr direkt mal Diagnostik 2. Beide hier, beide Ärzte, so. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Boah, das mit der Frakturenstation ist heftig, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist echt ein bisschen heavy. Problem ist, man kann nichts machen. Tja, der kann sich weiterbilden, ne? Ach komm, machen wir direkt mal hier. Egal. Machen wir direkt die Weiterbildung. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Er fehlt uns natürlich jetzt. Ohne Todesfälle können wir annehmen, aber schaffe ich nicht. Okay. Dumm, dumm. So wie zum Thema ohne Todesfälle. Man könnte trotzdem mal hier gucken, wie viele Tage ich schaffe. Das würde mich mal interessieren. Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Hey, ist doch gerade einer... Ja, wollte ich gerade sagen. Müssen wir wieder von null anfangen. Das sind nicht bloß ihre Medikamente. Boah, eigentlich bräuchten wir hier...
Warte mal, die Priorität haben wir hier. Die ist schon auf hoch, ne? Wölf in der Warteschlange. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt machen kann. Ich kann jetzt, ich habe gar keinen Platz mehr. Ich habe jetzt einfach auch gar keinen Platz mehr zu sagen, okay. Das ist so krass, ne? Guck mal, selbst sind alle Ärzte da, ne? Gerade. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Aber die Warteschlangen gehen einfach nicht weg. Hier ist noch eine 10er-Warte. Ach Mann, ich will ja gerne auch mal den Krankenhauswert jetzt ein bisschen steigern. Ne? Ich würde gerne ins nächste Krankenhaus einsteigen wollen, aber irgendwie komme ich da nicht hin. Ne? Gut, ich habe noch. Die Hoffnung, dass wir das über einen Megascanner schaffen, Achtung, dass wir da den Krankenhauswert extrem steigern. Also sonst habe ich halt auch keine Ahnung mehr, ne? 7 nur noch. Ach gut, den geht es hier auch schon wieder scheiße, weil... ...über ein Erdbeben, das große Schäden an einem örtlichen Krankenhaus angerichtet hat. Ich hoffe, keiner von euch hat sich was gebrochen. Aber wenn doch, seid ihr wenigstens gleich am richtigen Ort. Machen wir mal 3. Station können wir machen. Können wir gerade nicht. Instandhaltung für die Flüssigkeitsanalyse erforderlich. Pass mal auf. Wir müssen irgendwas jetzt machen. So, pass mal auf. Hier, der Krankenpfleger darf jetzt nur... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. Nirgendwo anders darf er jetzt arbeiten. Geben wir den jetzt direkt eine Weiterbildung. Station 2. Ja gut, dass wir Geld sparen, wäre natürlich jetzt gut, wenn wir jetzt hier einen Krankenpfleger nehmen. Ich will aber halt keinen rausnehmen jetzt. Da kommen, nehmen wir die. Egal. Das ist hier, ne? Das ist... Obwohl ich das Gefühl habe, dass... 3 auch noch nicht so ganz reichen, ne? Mal gucken. Oh, das nervt mich gerade, dass der Krankenhauswert wieder sinkt. Das ist ja voll nervig. Boah! Leco mio. Boah! Leco mio. Das ist hier echt der Hammer, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. So, wenn das müssen wir hier irgendwie schaffen, dass hier keine Warteschlange mehr besteht. Oh, wir haben das geschafft, ne? Komm, machen wir Weiterbildung, Forschung. Ich glaube, das hätte ich schon die ganze Zeit machen sollen. So, jetzt haben wir den Megascanner, ne? Extrem fortschrittlicher Scanner. So, das Problem ist, wo machen wir den Scanner hin? Nee, machen wir die Kacke hier weg. Brauchen wir nicht. Hier haben wir keinen Platz für. Okay. Da ist der PC im Weg. Aber. Moment. Oh nee, bitte nie. Echt, hier ist kein Platz. Warte mal. Hier ist der Durchgang, ne? Scheiße. Und hier zwischen? Ja, wieso ist denn hier kein Platz?
verstehe. Wieso, hä, das... Wieso ist hier kein Platz? Geh bitte nochmal hier hin. Ja, pass mal auf. Blume machen wir hier hin. So. Wenn wir jetzt hier... Ach, wegen den Sch... okay. So. So. Ah, ey, So, meine Herren. Hä? Oh, ey. Das muss ja auch noch weg, oder was? So, jetzt müsste doch hier Platz sein, oder? Verstehe das nicht. Nee, das ist mir jetzt gerade... Hä? Das ist mir jetzt... Mist jetzt gerade zu hoch, ne? Hä? Hier hat der Platz, aber hier nicht, oder was? Verstehe ich nicht. Ja, wegen den scheiß PC, ne? Ach, Mann. Ich will, wenn ich den hier hinten hin mache, guck mal, die laufen immer so weit. Oh, doof. Ich will halt den Scanner jetzt gerne hier hin machen. Also was, ich lösche den PC jetzt einfach hier. Besser gesagt, ich verkaufe ihn. Hm. Haben wir Platz? Okay, obwohl, was? Ja. Macht Sinn, ne? Der ist ja auch ein Megascanner. Mülleimer. Feuerlöscher. Hände desinfizieren. Kaffeemaschine. Das Wasser lassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Pflanze. Poster. Poster. Ja, genau, verreckt. Komm, verpiss dich doch. Das ist so unfassbar krass, wie die sich hier stauen. Das ist der Hammer. Der absolute Oberhammer. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und so. Nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich kaufen. Jetzt. Der Scanner, denke ich mal, wird der Diagnostik sein. Genau. Diagnosezimmer. Ja, sieht natürlich jetzt ein bisschen doof aus hier. Mit der Aufnahme. Aber wir müssen einfach jeden Platz nutzen. So, jetzt die ganzen Leute, die Diagnosekompetenz haben. Muss hier ein Arzt hin? Ja, hier muss ein Arzt hin. Jeder Arzt, der jetzt Diagnosekompetenz hat, soll jetzt hier arbeiten. Das heißt... Ja, richtig viele, du. Scheiße, okay. Oh nee, oder? Das ist doof. Die kann sich halt gerade nicht weiterbilden, ne? Das ist das Problem. Ja, das heißt, wir brauchen den nächsten Arzt. Ja, wow, und wir haben... Ja, können wir machen. Okay.
Können sich die Ärzte mal bitte verpissen? Bitte. Ich brauche andere Ärzte. Weil ich habe zwar noch eine Idee. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. Also, dass wir die jetzt hier in der Radiologie arbeitet, dass die auch zum Megascanner, oder er, Entschuldigung, er dann auch zum Mega. Zu warm. Es ist ihm zu warm. Okay. Kann man hier noch die Wärme irgendwie einstellen? Ich will die Heizung nehmen, ne? Ja, das klären wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.